Und irgendwie ist mein Pony heute scheiße. Hallo ihr Lieben, heute soll es wieder um die letzten drei Bücher gehen, die ich gelesen habe. Und ja, ihr wisst Bescheid, ich blende euch die Bücher hier nochmal mit ein. Springt einfach hin, wo ihr hin möchtet. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Video. Beginnen wir mit dem E-Book, was ich gelesen habe. Und zwar war das Wald der Wunder von Jacqueline Felgut. Das ist ja auch das aktuelle Buch von diesem Monat. Und falls ihr unseren Hangout verpasst habt mit Jackie, ich verlinke ihn euch nochmal unten in der Infobox. Jackie macht ja dieses Jahr so ein Projekt, 12 Bücher in 12 Monaten. Und wie gesagt, das war das aktuelle Buch jetzt vom... Also sie hat es im August geschrieben, jetzt vom September. Und ja, es heißt Wald der Wunder und es ist eine Fantasy-Romance-Jugendgeschichte. In diesem Buch geht es um Lea und Lea muss unfreiwilligerweise als Mitarbeiterin der Firma oder Assistentin des Chefs, ich weiß jetzt nicht genau, welche Position sie in dieser Firma bezieht, muss sie in den Schwarzwald fahren. Ihr Chef hat dort ein Grundstück mit so einer kleinen Waldhütte und dort möchte er gerne mit seiner Frau Campingurlaub machen. Und ja, diese Waldhütte ist anscheinend schon längere Zeit nicht mehr genutzt worden und so soll Lea dorthin fahren, um halt die Hütte ein bisschen auf Vordermann zu bringen, gegebenenfalls Sachen zu reparieren und ja, Dinge einzukaufen und vorzubereiten. Dies tut Lea widerwillig, denn eigentlich hat sie so gar keine Lust dazu und ja, merkt dann auch sehr, sehr schnell, dass da einiges zu tun ist an der Hütte, dass da ein bisschen was kaputt ist und ja, findet aber die Umgebung der Hütte von Anfang an doch schon recht faszinierend. Also es ist sehr ruhig und sehr idyllisch und es ist der ideale Ort, um mal Energie zu schöpfen und mal in sich zu gehen. Am Nachmittag, nachdem Lea auf diesem Grundstück angekommen ist, beschließt sie, einen kleinen Waldspaziergang zu machen. Und auf diesem Waldspaziergang passiert dann, sagen wir mal so, ein Unglück und Lea gerät so leicht in Lebensgefahr und wird dann gerettet. Und ihr Retter ist kein anderer als Finn. Und Lea findet Finn von Anfang an sehr faszinierend und Finn stellt sich als der Nachbar vor. Und was es mit dem Nachbarn Finn auf sich hat, darum geht es auch in dieser Geschichte. Denn der Wald ist nicht einfach ein Wald, er ist ein magischer Wald und ein magischer Ort. Und das findet Lea dann auch sehr, sehr schnell heraus. Und das ist so das Grobe, worum es in diesem Buch geht. Mehr möchte ich zum Inhalt eigentlich auch gar nicht verraten. Wie gesagt, es geht hier um Lea und Finn im Vordergrund, um die Geschichte zwischen den beiden und dass vielleicht auch ein bisschen Magie in unseren Wäldern steckt und nicht immer nur irgendwo anders. Zu den Charakteren muss ich sagen, dass ich Lea als Protagonistin wirklich sehr, sehr gern mochte. Sie ist ein Mensch, der mitten im Leben steht, ein Mensch, der weiß, was sie möchte und ja, also die auch weiß, wo sie mal hin will in ihrem Leben. Das mochte ich an ihr wirklich sehr, sehr gern, dass sie halt wirklich ein Charakter ist, der weiß, was er will, der weiß, wo er im Leben mal hin möchte und der halt auch mitten im Leben steht. Und Finn als Charakter hier in diesem Buch, Finn ist ein ganz, ganz besonderer Charakter. Ich kann jetzt zu seinem Charakter nicht viel sagen, weil sonst würde ich euch zu viel verraten. Aber Finn ist ein ganz, ganz interessanter Charakter und Finn macht auch in diesem Buch, finde ich, eine bemerkenswerte Entwicklung durch, aufgrund der Umstände, die dann in diese Geschichte noch passieren. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und das ist auch dafür, dass die Geschichte ja wieder recht kurz ist mit ihren 197 Seiten, auch wirklich Jacqueline Felgut da wirklich sehr, sehr gelungen. Also es hat mir wirklich richtig gut gefallen und ja, also ich mochte, wie gesagt, die Charaktere wirklich sehr, sehr gern. Von der Handlung her und von der Story her hat sie mir auch gut gefallen. Es sind dann noch ein paar Sachen in der Geschichte natürlich passiert, die ich euch an dieser Stelle nicht verraten möchte. Und bei mir rennen gerade Kinder draußen vorbei und ich weiß nicht, ob ihr sie hört. Also wie gesagt, von der Handlung her möchte ich euch nicht zu viel verraten, sonst nehme ich einfach zu viel von weg. Aber ich fand sie wirklich sehr, sehr interessant. Und ich fand es auch echt erfrischend, dass es mal bei uns im Schwarzwald gespielt hat und in Deutschland. Und ja, also von der Handlung her, wie gesagt, fand ich es wirklich gut. Komme ich gleich mal zum Setting, also wo das Ganze spielt. Es, wie gesagt, spielt am Rande vom Schwarzwald in einem kleinen Bergdörfchen und man kann sich das Ganze auch wirklich ultra gut vorstellen, weil jeder war bestimmt schon mal irgendwo in Deutschland und hat Urlaub gemacht am Waldrand und hat so ein kleines Dörfchen schon mal gesehen und ja, also ich fand es wie gesagt vom Setting her wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte damit absolut keine Probleme, mir das Ganze irgendwie vorzustellen. Ich kann nur sagen, dass ich diese Geschichte wirklich sehr, sehr gut fand. Sie war wirklich wieder sehr, sehr schön geschrieben. Ich mag ja Jackie und schreibe sie wirklich sehr, sehr gern und hat mir auch wirklich wieder richtig gut gefallen und es hat mir nicht so gut gefallen, wie
Hashtag-Folge deinem Herzen, das muss ich dazu sagen, weil dieses Buch, weiß ich nicht, da ist glaube ich auch schwer ein Rankommen an diese Geschichte, weil die einfach wirklich ultra gut war. Und ja, aber ich mochte die Geschichte auch wirklich sehr, sehr gern. Ich fand dieses Fantasy-Element, was hier noch mit drin vorkommt, wie gesagt, ist ja eine Fantasy-Romance-Geschichte, auch wirklich sehr, sehr gut. Und es war definitiv auch mal ein ganz, ganz interessanter Ansatz und definitiv auch mal ein anderer Ansatz. Und ja, es war eine erfrischende Geschichte und ich kann sie euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr gerne so Fantasy-Geschichten mit Romantik mögt, dann schaut euch dieses Buch auf jeden Fall mal an, dann würde es euch auch gefallen. Das nächste Buch, was ich dann danach gelesen habe, ist dieses hier, Das unendliche Meer von Rick Yancey. Das ist ja der zweite Teil der fünften Welle. Das heißt, ich kann euch jetzt zum Inhalt absolut nicht wirklich was sagen, weil es direkt an den ersten Teil anknüpft. Es ist da kein Zeitraum da dazwischen vergangen oder so, es knüpft direkt an. Und ich kann nur so wie sagen, es geht immer noch um diese Alien-Invasion und es geht immer noch darum herauszufinden, was diese Aliens jetzt genau wollen und warum passiert das Ganze eigentlich, ist hier wirklich auch noch nicht so hundertprozentig geklärt worden. Und es ist aber sehr, sehr interessant gewesen, das Ganze auch wieder zu lesen. Und wie gesagt, vom Inhalt her kann ich euch einfach nichts weiter sagen. Wie gesagt, es geht wieder um Cassie und ihre Freunde, die halt versuchen, irgendwie den Ganzen auf den Grund zu gehen und auch versuchen, einfach nur das Ganze irgendwie zu überleben. Jetzt hat gerade die Postfrau geklingelt und mich komplett rausgebracht. Ich überlege gerade, wo ich war. Ich glaube, ich wollte gerade zu den Charakteren kommen, da ich euch mit mir halt nicht viel sagen kann. Also von den Charakteren her haben wir hier die gleichen Charaktere wie im ersten Teil. Wir haben Cassie und ihren Bruder Sam, dann Ben und Evan Walker. I like Evan Walker. Ich bin ein Evan Walker-Fan. Lest dieses Buch, dann wisst ihr, wer Evan Walker ist. Ja, auf jeden Fall, Evan spielt wieder mit und alle anderen halt auch, alle Nebencharaktere wie Ringer und Teacup und Poundcake und wenn ihr jetzt wissen wollt, warum die alle so komische Namen haben, müsst ihr dieses Buch lesen oder beziehungsweise den ersten Teil lesen, falls ihr es noch nicht kennt. Komme ich als nächstes gleich mal zum Setting. Vom Setting her befinden wir uns hier immer noch im zerstörten Amerika. Wir sind hier an so zwei, drei verschiedenen Orten in den Staaten und das ändert sich dann auch mal, weil wir lesen hier auch aus mehreren Sichtweisen dieses Buch und dadurch ändern sich auch die Orte, wo wir uns befinden, immer mal zwischendurch, was ich wirklich sehr, sehr gut finde, denn so spielt sich nicht alles an einem Ort ab. Ansonsten, das kann ich euch noch erzählen, der Schreibstil von Rick Yancey hat mir auch wieder gut gefallen. Es ist einfach mal ein bisschen was anderes. Es ist ein Jugendbuch-Schreibstil, das kann ich euch sagen. Es ist relativ leicht zu lesen, aber er hat seine ganz eigene Art, Geschichten zu erzählen. Und wie gesagt, was in diesem Buch auch ist, man liest dieses Buch aus mehreren Sichtweisen. Also man liest aus Cassies Sicht, man liest aus der Sicht von Ringer, man liest aus der Sicht von Evan. Und am Anfang gab es eine Stelle, wo man eine Szene, ich glaube, aus drei verschiedenen Sichtweisen gelesen hat gleich. Und das hat mich ein bisschen gestört, weil man ja im Prinzip die Szene schon kannte und man wusste, wo das Ganze schon drauf hinausläuft. Und dann muss ich das Ganze nicht aus drei oder vier, ich weiß gar nicht mehr, hat man es aus Bens auch nochmal gelesen. Auf jeden Fall aus drei oder vier Sichtweisen liest man das Ganze dann. Und ja, das weiß ich nicht, das fand ich ein bisschen unnötig, aber da das ja ein Übergangsteil ist, gehe ich mal von aus, hat man das gemacht, um einfach ein bisschen die Seiten zu füllen. Ich muss sagen, dieses Buch hat sich auch am Anfang wirklich sehr gezogen, weil einfach von der Handlung her nicht viel passiert ist. Man hat hier am Anfang sehr, sehr viel Dialog und sehr viel Interaktion der Protagonisten miteinander, aber es passiert halt von der Handlung her einfach nicht viel am Anfang. Dann haben wir hier noch gewisse Rückblenden mit drin. Also man erfährt ein bisschen was über die Charaktere, über die Hintergründe der einzelnen Charaktere, was mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Aber irgendwie hatte man halt das Gefühl, man bewegt sich nicht von der Stelle am Anfang. Auf jeden Fall war es so, dass wirklich erst auf den letzten 60, 80 Seiten hier die Handlung einen riesigen Sprung gemacht hat. Man hatte nur so gelesen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was? Das kann doch jetzt nicht der Ernst sein, was geht denn da ab? Und dann hat man so am Ende wirklich so bam, 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 alles vor die Füße geknallt gekriegt und dann war das Buch vorbei. Und ich habe mir so gedacht, nein, ihr könnt mir doch jetzt nicht die ganzen Infos um die Ohren hauen und dann einfach die Geschichte dann enden lassen. Das ist so gemein. Deswegen bin ich froh, dass ich dieses Buch jetzt erst gelesen habe, weil jetzt im Oktober kommt ja der dritte und letzte Teil dieser Trilogie raus und der heißt Der letzte Stern und auf den bin ich schon sehr, sehr gespannt und ich werde ihn im Oktober gleich lesen, weil ich ihn als Rezensionsexemplar vom Verlag bekommen habe und da freue ich mich schon sehr drauf. Denn ich bin so gespannt, wie die Geschichte um Cassie und ihre Freunde ausgeht und ob sie es schaffen, die Alien-Invasion zu überleben oder die Aliens zu vernichten oder was auch immer die im dritten Teil da jetzt machen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und ja, ich mag die Geschichte immer noch sehr, sehr gern, auch wenn der zweite Teil, wie gesagt, am Anfang ein bisschen zäh war. Aber das Ende war richtig, richtig gut. Und ich finde die Cover auch immer noch so genial, weil die so mega, das reflektiert jetzt hier zwar wie Sau, aber die glitzern so schön. Der erste ja auch, also
Finde ich richtig gut und ich weiß auch schon, warum der dritte der letzte Stern heißt. Mein Fazit zu diesem Buch ist, es ist ein Übergangsteil, das hat man auch gemerkt, aber es ist am Ende sehr, sehr spannend geschrieben, dass man auf jeden Fall weiterlesen möchte und man auf jeden Fall wissen möchte, wie das Ganze ausgeht. Deswegen bin ich jetzt auf den dritten schon sehr, sehr gespannt und ja, ich mag die Bücher und wenn ihr Lust auf eine Alien-Invasionsgeschichte habt mit nicht ganz so viel Liebesschmalz, dann schaut euch die Reihe auf jeden Fall an. Ich weiß gar nicht, ob es dafür eine Reihenbezeichnung gibt. Weiß es nicht. Ist der zweite Teil der fünften Welle. Ihr wisst. Damit wären wir dann auch schon beim letzten Buch für dieses Video angekommen. Und zwar geht es um dieses hier, Grisha Band 1, Goldene Flammen von Leigh Bardugo. Ich habe dieses Buch mit Sina zusammen gelesen. Hallo Sina, ich grüße dich an dieser Stelle. Und also nicht mit der Sina von Wörtern gefesselt, Sina, sondern mit einer anderen Sina. Irgendwie kenne ich inzwischen, keine Ahnung, 20 verschiedene Sinas. Also, dieser Name ist eigentlich nicht so häufig vertreten, aber irgendwie finden alle Sinas zu mir. Ich weiß auch nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich dieses Buch mit Sina zusammen gelesen und ich muss mir sagen, das Lesen mit Sina hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde ja gemeinsames Lesen im Großen und Ganzen eh immer sehr interessant und wenn man Zeit hat dafür, Bücher mit anderen gemeinsam zu lesen und man Zeit hat, diese Bücher zu lesen, also oder sich Zeit lassen möchte mit diesen Büchern, um sie zu lesen, finde ich das immer eine sehr, sehr schöne Sache, weil einfach man durch diesen Austausch auch immer nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf die Geschichte mitbekommt. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, gemeinsames Lesen hat Spaß gemacht. Als allererstes komme ich hier erstmal zum Inhalt. Wir befinden uns hier in einer High-Fantasy-Welt und es geht in diesem Buch um Alina. Alina ist gerade auf dem Weg, Kartografin zu werden. Sie ist, glaube ich, in ihrem letzten Ausbildungsjahr und wird ausgebildet von einem Kartografen im Krieg. Und die reisen dann so durchs Land und dann muss sie halt das immer aufzeichnen und kartografieren alles. Und ihr bester Freund Malcin, ich habe ihn immer so ausgesprochen, Malcin hört sich doch an, Malcin. Auf jeden Fall, er dient auch in dieser Armee und er ist Fährtenleser und die beiden sind zusammen aufgewachsen und ja, es sind beides Waisenkinder, weswegen sie eine starke Verbundenheit zueinander spüren und Alina hat auch immer schon ein bisschen mehr für Malcin empfunden als er für sie und hat es aber natürlich nie getraut, ihm zu beichten, wie es halt immer so ist in diesen ganzen Büchern. Man muss dazu sagen, Alina ist ein kleines, mageres, dünnes Mädchen, was nicht wirklich sehr viel Selbstvertrauen auch hat und was halt auch weiß, dass sie nicht die hübscheste ist und dass sie nicht die schönste ist und ist dann dadurch halt auch sehr zurückhaltend. Also sie hat halt einfach kein Selbstvertrauen. Auf jeden Fall ist es eines Tages so, dass Alina Malcin das Leben rettet und das macht sie nicht einfach so, sondern sie benutzt dazu besondere Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten dürfte sie eigentlich gar nicht besitzen, denn in diesem Land, in dem das spielt, gibt es bestimmte Leute, die besondere Fähigkeiten besitzen und das sind die Grisha. Da gibt es dann auch wieder verschiedene Grishas mit verschiedenen Bezeichnungen und Alina ist was ganz, ganz Besonderes, denn ihre Gabe besitzt kein anderer. Und Kinder werden in dieser Welt im Alter von, glaube ich, 8 Jahren eigentlich einem Test unterzogen, wo halt herausgefunden wird, ob sie eine Grisha oder ob sie die Fähigkeiten der Grisha besitzen oder nicht und ob sie dann halt dementsprechend ausgebildet werden. Und Alina wurde getestet und als Kind wurde bei ihr festgestellt, dass sie keine besonderen Fähigkeiten hat, deswegen jetzt alle Welt verwundert ist, wieso, weshalb, warum sie auf einmal diese Gabe besitzt. Und Alina wird dann sofort in den Dienst des Zaren gestellt und dessen erster Oberbefehlshaber, sage ich jetzt einfach mal, der Dunkle, ist auch der Anführer der Grishas und er hatte halt, wie gesagt, die Oberhand und er ist der beste und tollste und stärkste Grisha von allen und er tut dann Alina quasi in seine Obhut mitnehmen und sie anfangen auszubilden und Alina merkt sehr, sehr schnell, dass da irgendwie was bei dem Dunklen ist, zu dem sie sich sehr hingezogen fühlt und dass von ihm eine Macht ausgeht, die sie so noch nie gespürt hat. Und dann gibt es in diesem Buch noch eine Schattenflur. Das habe ich am Anfang, muss ich ehrlich sagen, nicht gleich gerafft. Das hier ist die Schattenflur. Wo die Schattenflur jetzt herkommt und alles, das werde ich euch jetzt nicht verraten. Aber es geht in dieser Geschichte darum, diese Schattenflur hier zu beseitigen. Denn in dieser Schattenflur leben dunkle Wesen. Also man muss sich das vorstellen, man fährt dort rein und es ist schwarz. Man sieht nichts mehr. Kein Licht, kein gar nichts. Es ist einfach nur schwarz, was einen umgibt. Und in dieser Schwärze leben bestimmte Wesen, die heißen Volkra oder sowas. Also die werden ganz, ganz eklig beschrieben. Und diese Schattenflur verhindert halt, dass das Land gedeihen kann, dass das Land erblühen kann, denn das Land wird gespalten dadurch und kann halt so zu keiner Einigung finden. Und deswegen
versucht man diese Schattenflut zu vernichten und da kommt jetzt Alina ins Spiel. Und ob es Alina gelingt, die Schattenflut zu vernichten und was das Ganze vielleicht auch noch mit Malchen und dem Dunklen zu tun hat, das ist das, worum es in diesem Buch geht und was ihr selbst herausfinden müsst. Und ja, ich muss sagen, ich mochte die Geschichte wirklich sehr, sehr gern, obwohl ich am Anfang wirklich zu tun hatte mit diesen ganzen russischen Begriffen, die hier drinne vorkommen. Und ja, also da sind Wörter drin, wo ich dachte so, what? Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt lesen soll, geschweige denn aussprechen. Aber ansonsten war die Geschichte wirklich mal was ganz, ganz anderes und was ganz, ganz Besonderes und Eigenes, weil ich finde auch der Ansatz dieser Geschichte, das habe ich so noch nirgendwo gelesen mit diesen Grishas und diesen verschiedenen Arten und diesem Krieg und dem Ganzen, worum es da in diesem Buch noch geht. Und ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte dieses Buch wirklich sehr, sehr gern. Also von der Handlung her kann ich sagen, top, was kann ich so den Charakteren sagen? Ich mochte Alina als Charakter wirklich sehr, sehr gern. Ich bin ja generell ein Mensch. Ich mag Charaktere, wenn die sich in einem Buch entwickeln von so klein und unschuldig und schüchtern und voller Selbstzweifel. Und wenn die sich dann in einer Geschichte entwickeln zu einem starken Charakter mit dem Wissen, was man will und wo der Platz im Leben ist und auf was es im Leben ankommt. Also das ist so das, was ich bei Charakteren immer ganz, ganz toll finde. Und ich denke, Alina könnte sich zu so einem Charakter entwickeln. Und deswegen, ich mochte sie auf jeden Fall sehr, sehr gern. Auch wenn sie am Anfang wirklich sehr, sehr zurückhaltend ist aufgrund dessen, dass sie halt, wie gesagt, kein Selbstvertrauen in sich hat. Und ja, da halt auch nie bestärkt worden ist. Und ja, ansonsten, was gibt es noch zu erzählen? Malchen gibt es noch vom Charakter her. Da wusste ich am Anfang nicht so wirklich, was ich von ihm halten sollte. Dann haben wir noch den Dunklen. Bei dem Dunklen ist es so, da weiß man am Anfang auch nicht so wirklich, woran man ist. Und es ist sehr, sehr spannend zu lesen, was bei den beiden Charakteren, also bei Malchen und auch bei dem Dunklen, wie sich das Ganze entwickelt. Man hat ja in diesem Buch einige Twists drin, mit denen man so auch vielleicht nicht gerechnet hat. Was mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, also gerade was die Charaktere betrifft, das fand ich wirklich richtig gut. Und ja, vom Setting her, wie gesagt, befinden wir uns hier in einer High-Fantasy-Welt, weshalb ich zum Setting nicht sehr viel sagen kann, aber es ist so, sage ich mal, so ein üblicher Aufbau von so einer High-Fantasy-Welt, so mit Ödland und Wüste und Bergen und ja, wie es halt immer so ist und Wald und so, ihr wisst, was ich meine. Dann ist da halt noch diese Schattenflur. Das fand ich auch noch ein sehr, sehr interessantes Element, das einfach da nochmal mit reinzupacken, weil das einfach auch mal was anderes mit gewesen ist. Und ja, was kann ich noch erzählen? Der Schreibstil, den hätten wir noch. Der Schreibstil hat mir auch richtig gut gefallen. Also es war ein schöner Jugendbuch-Schreibstil. Er war nicht zu langweilig, er war nicht zu platt. Er hat wirklich das auch vermittelt, was die Autorin, glaube ich, in dem Moment auch erzählen wollte. Und ja, hat mir auch wirklich gut gefallen, ist ideal als Jugendbuch und kann ich euch nur empfehlen. Mein Fazit zu Grisha ist, wenn ihr mal eine Geschichte lesen wollt, die ein bisschen einen anderen Ansatz hat und ja, wenn ihr Bock auf High Fantasy sowieso habt, dann schaut euch Grisha auf jeden Fall mal an. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen, mir hat es richtig gut gefallen und ich werde da die Geschichte auf jeden Fall fortsetzen und ich möchte wissen, wie das mit Alina und Malchen, dem Dunklen, der Schattenflur und dem Ganzen auf jeden Fall weiter. Das waren meine letzten drei Bücher, die ich gelesen habe. Falls ihr eins von den Büchern kennt, ihr wisst Bescheid, redet mit mir darüber und zwar unten in den Kommentaren. Interessiert mich auf jeden Fall, was ihr dazu sagt, ob ihr da eine andere Meinung habt als ich oder ob ihr das genauso seht. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.